Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Dragon Mania Legends an Tag 271. Ich bekomme 100.000 Gold und der Weg ist noch weit zu dem nächsten großen Hauptgewinn, nämlich den Glühwürmchen-Drachen. Irgendwann kriege ich dich. Irgendwann bekomme ich dich. Vielen Dank, dass ihr meinen Rekrutierungscode verwendet habt, diesmal an Drachenmeister 783465 und an Thomas P. Thomas ist auf jeden Fall polnisch, ja. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ne? Schauen wir mal im Inventar gleich nach, wenn ich schon dabei bin. Warte mal, hier haben wir ein Brut-Event. Und dann wollen wir mal ganz schnell hier helfen. Oh Gott, ich habe vergessen, das Fenster wieder zuzumachen. Moment. Ich krieg's. Okay. Ich glaube, nachdem ich jetzt hier was runtergeschmissen habe und verzweifelt suche, wo es gelandet ist. Moment. Da. Sehr gut, nämlich mein Peilsender für mein neues Headset. Ohne das bin ich ein bisschen aufgeschmissen, dann höre ich nämlich nichts mehr. Ja, dann wollen wir als allererstes mal die Geschenke aufmachen und ich möchte heute in der Folge mal über die Kommentare auf dem letzten Video sprechen. Denn da habe ich ein paar Sachen noch nicht beantwortet, die hatte ich dann gerade eben gesehen und dann dachte ich, naja, wenn ich jetzt eh schon aufnehme, dann kann ich die ja auch einfach live in der Folge beantworten. Da kann ich dann nochmal hundertprozentig sicher gehen, dass ihr das mitbekommt. So, was steht eigentlich hier an? Da lädt doch schon wieder was. Da lädt ein Paketboost. Was haben wir drin? Schon wieder den Zunderdrachen und den finde ich auch so cool. Lang! Ist auch nicht mehr hin, dann habe ich den auch, diese Goldlocke, diesen Trainingsdrachen. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Dann wollen wir erstmal schauen, in einem Tag ist wieder ein Gilden-Event. Oh Gott, da muss ich noch das Booster-Paket öffnen. So. Noch eine Karte, oh Mann. Na egal. Einen Tag ist es noch. So, jetzt wollen wir erstmal schauen, dass ich hier ein paar Aufgaben gelöst bekomme. So. Und, schwupp, da haben wir schon mal die. Ich habe echt doofe Aufgaben. Mann, da sind echt blöde Sachen bei. So, da brauche ich nur einen von öffnen. Dann haben wir den auch. Forscht Ruinen habe ich, glaube ich, auch schon in der Vorbereitung. Nach vorne. Drehen. Okay. Nein! Oh, ganz knapp an der goldenen vorbei. Aber immer eine seltene. Was ist da drin? Ja, okay, ist in Ordnung. Könnte besser sein. Habe ich nicht so einen Staubdrachen schon auf Stufe 20? Ich muss immer aufpassen. Ich habe nämlich zwei, manchmal Drachen doppelt. Und ich habe schon angefangen, diverse Drachen irgendwie doppelt zu leveln, was total dämlich ist, weil mir das überhaupt nicht aufgefallen ist. Aber wir wollen erstmal hier wieder unsere Belohnung einholen. Und das nächste Pack. Da brauche ich, glaube ich, drei Stück von. Jo. Dann habe ich das auch. Nochmal Ruinen. Da muss ich doch noch eine offen haben da vorne. Gut, und während ich die drehe, möchte ich mal auf die erste Frage hier eingehen. Und zwar kommt die von Benno B. Und er fragt, ob ich einen gewissen Uploadplan habe. Also für Dragon Mania Legends. Bekanntlich ist ja, dass ich teilweise einen Uploadplan für meinen Solo-Kanal GV June habe, weil ich da einfach sehr viele Story-Let's Plays habe und die kann man ja auch durchaus im Vorlauf aufnehmen, weil die müssen ja nicht immer aktuell sein, während sowas wie hier Dragon Mania Legends oder MMOs immer so ein bisschen schwer sind, auf Vorrat aufzunehmen, weil dann passiert irgendein Event, es passiert irgendwas Neues und die Folge ist halt irgendwie gar nicht mehr zeitgemäß. Und deshalb habe ich bei Dragon Mania keinen diversen Upload-Plan, weil da nehme ich wirklich nur auf, wenn die Zeit passt, wenn ich die habe und wenn ich auch Lust drauf habe. Deshalb nein. Also einen Upload-Plan für Dragon Mania gibt es jetzt so nicht. Das ist aber auch von mir eben beabsichtigt. Ich könnte natürlich schauen, so, wann sind immer die Clan-Events zu Ende, meist am Anfang der Woche irgendwo. Aber das überschneidet sich. Und ja, das haut halt auch nicht immer hin bei mir zeitlich. Deshalb, nee, da habe ich keinen Upload-Plan. Das werde ich, glaube ich, auch nicht machen. Also zumindest bin ich da jetzt nicht gewillt, irgendwas einzuführen. Hatte ich die jetzt schon? Den hatte ich noch nicht. Oh, der hat auch die, ja. Das ist ja wunderbar. So, dann hat gefragt Unicorn Planet, ob ich auch eine Folge Movie Star Planet spielen könnte. Weil ich das ja auch nicht runterladen kann. Würde das ja keinen großen Aufwand machen.
Movistar Planet würde zumindest auf den Kanal von Sofa Gaming. Hatte ich den schon? Ja. Hatte ich denn nicht irgendwie einen sogar ausgelassen? Den hier oder so? Ja, den. Movistar Planet würde jetzt auf dem Kanal wie Sofa Gaming gar nicht passen. Das habe ich ja auch schon gesagt. Das ist irgendwie der falsche Schwerpunkt. Da interessieren sich die Hauptabonnenten hier jetzt ein bisschen weniger für. Ich meine, klar, man soll immer das spielen, worauf man Lust hat. Aber wir achten auch so ein bisschen darauf, dass das so vom Thema her passt. Und deshalb habe ich auch schon geantwortet gehabt, das weißt du ja auch schon. Ich kann mir das vorstellen, wenn auf Chibi June ausprobieren, aber auch nur auszuprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob mir das im Endeffekt wirklich gefällt. Und ja, deshalb muss ich mal schauen. Wenn die Zeit es zulässt, dann probiere ich das gerne mal aus, aber ich kann noch nicht sagen, wann. Dann hat S3NF geschrieben oder gepostet seine Lieblingsseite. So. Und seine Lieblingsseite heißt mobga.me/DragonManiaLegends, immer mit Minus getrennt, ihr seht das hier oben. Und ja, das ist eine Seite, die ist mir auch schon aufgefallen hier, die ist auch so ein bisschen ganz schnucklig animiert, so mit dem Mäuslein rüber geht, dann, ja, ne, seht ihr ja selbst. So, die ist halt mehr so ein bisschen bunt, hier, guck mal, blub. Dann kann man hier nämlich eingeben, glaube ich, welchen Drachen man sucht. Das Problem ist, glaube ich, man kann das nur auf Englisch eingeben, oder? Die Breeding-Seite? Bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Was wäre denn, wenn ich jetzt den Keksdrache? So. Schwupp. Keksdrache. Keks. Da geht's nämlich schon los. To search type and hit enter. Okay, Cookie? Ah, guck mal, auf Englisch kann man tatsächlich suchen. Ja, siehst du, da fängt sie mich schon an. Wenn ich das alles erst, ich spiele, habe ja das Spiel auf Deutsch. Und wenn ich das alles erst ständig auf Englisch übersetzen müsste, huiuiui, nee. Also, ansonsten sieht die Seite recht anständig aus, wenn man wirklich jetzt nach den englischen Begriffen suchen möchte und weiß, wie die auf Englisch heißen, dann finde ich das auch sehr gut, aber die Seite, die jetzt ins Deutsche und Englische funktioniert, die finde ich jetzt doch ein bisschen einfacher zu bedienen. Dann hat Bonbon Döner geschrieben, ihr habt echt mehr Abos verdient. Da sage ich erstmal Danke zu dir. Dankeschön, da freuen wir uns ganz doll drüber. Ach Gott, wie oft ich geil heute Gold sammeln habe, ist ja Hammer. Und Lukas hat gefragt, könntest du mal Summoners War spielen? Ich habe die Werbung schon öfter in Drachenaufstieg von Berg, da ist die in der App eingepflegt. Was habe ich gerade eigentlich als zweites bekommen? Gewinne Schlacht in der Arena. Genehmaufgabe, Pflanzen, Drachenzorn. So, zack, machen wir mal so. Wir machen mal die Aufgabe eben. Ich wollte ja eh hier weitermachen auf dem Brett. Doch, das müsste ich eigentlich hinkriegen. Wir machen das mal so. Drachentäner, wenn du versuchst, diese Brücke zu passieren, erlebst du deine endgültige Niederlage. Dann schätze ich, dass wir uns der endgültigen Niederlage stellen. Okay. Ich habe Summoner's War schon mal gesehen. Aber ich glaube, das ist so eine Art Strategie, kann das sein? Also wenn das so eine Art Strategie ist, dann glaube ich, bin ich der falsche Kandidat dafür. Da muss ich meine Schwächen halt auch klar erkennen und Strategie ist nicht immer so mein Ding. Hier, von der Strategie her, da geht das noch. Ich finde das doch relativ einfach. Aber Summoner's War ist ja irgendwie so eine Art Kriegsszenario. Und, na, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. So, da haben wir sie auch schon beide gelegt. Mensch, das war ja einfach. Wir haben uns der endgültigen Niederlage gestellt und gewonnen. Also bei Summoner's War, glaube ich, müsste ich eher Nein sagen. Also ich glaube nicht, dass ich Summoner's War in nächster Zeit spielen werde. Kann sich ja noch ändern, aber... Uff, da muss ich mal gucken. Weißt du, vielleicht ist das Wikinger-Dasein nichts für mich. Ich habe schon überlegt, Mönch zu werden. Ein super kleiner Mönch. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Auch Nils Klein hat geschrieben, ich finde die Seite dml-club.com besser.
Schauen wir uns die mal an. Nils Klein sagt, die Seite dml-club.com ist besser, weil du einmal die Kalkulation hast, dann noch, wie man einen züchten kann, wie viel Enchant-Material man braucht für die nächsten Enchant-Level, also ausrechnen lassen. Und es gibt eine Food-Liste, wo man sehen kann, wie viel Futter man braucht für zum Beispiel ein Level 80 Drache oder wie viel Futter ich brauche. Moment. Für die nächsten drei Level. Meiner Drachen. Ich finde es schade, dass du nur die eine Seite gezeigt hast und nicht die ich herausgesucht hatte. Der einzige Nachteil ist, dass man die Seite nicht auf Deutsch stellen kann, wenn man wegen der Zucht was gucken will und wegen Drachen des Monats kann man danach gucken, braucht aber etwas mehr Zeit. Man könnte also jetzt da gucken, wie der Bärendrache geht und wie viel Prozentchance. Hoffe, beim nächsten Mal zeigst du die Seite. Ich habe die jetzt mal gezeigt, Nils. Ich habe sie beim letzten Mal nicht gezeigt, weil ich sie schlicht und einfach nicht kannte. Das ist der einzige Grund. Hier ist dasselbe Ding allerdings wie für mich. Ich bin nicht gewillt, alles auf Englisch zu übersetzen. Wenn die Seite irgendwann mal eine deutsche Übersetzung kriegen würde, klar. Ansonsten ist es echt super, was man hier für Informationen ziehen kann. Ich finde, bei der anderen Seite ist aber nicht so schlimm, dass sie bei Eventdrachen das nicht wirklich ausspuckt. Da zeigt sie nämlich nur die Informationen, wenn der Eventdrache auch gerade in der Züchtung, also wenn man die gerade züchten kann, dass er mir in dem Moment sagt, du, sorry, es geht nicht. Zeigt mir ja dann auch, ich brauche die Züchtung erst gar nicht versuchen, weil das Event aktuell nicht läuft, um diesen Drachen zu bekommen. Deshalb hat mich das jetzt nicht allzu sehr gestört. Aber trotzdem haben wir hier einmal diese Seite. Jetzt kann ich Elemente angeben und kann schauen, was da wahrscheinlich für Drachen rauskommen. Ich mache mal einfach mal Feuer, Wind und Erde. So, lass mir das einfach mal anzeigen. Bei einer Kombination zwischen Feuer, Wind und Erde kann der Stammesdrache rauskommen oder der Mystikdrache. Da sieht man auch die Angriffsstärken, das finde ich natürlich echt cool. Man sieht auch, dass es rare ist. Man sieht auch, wie lange man warten muss, um sie zu züchten. Okay, ich muss mal eben kurz hier auf einen dieser Drachen raufklicken. Kann ich nicht? Okay. Mich hätte vielleicht jetzt noch interessiert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Drache rauskommt. Das heißt, mit wie viel Prozent die Chance besteht, dass ich diesen Drachen dann auch durch so eine Kombi kriege. Calculator Breed. Ich schaue jetzt gerade noch, ob ich da irgendwie was anders rauskriege. Ein Fire Dragon, da haben wir alle anderen Drachen. Ich nehme jetzt einfach mal den Minotauren. So, und vermenge den mit... Ist schön, dass man auch ein Bild übrigens dazu sieht. Mit den Orange Dragon, mit dem orangen Drachen. So, Breed. Ah, okay, sehen wir mal. Da haben wir es doch. Select Dad and Mom Dragon. Würde das einen Unterschied machen, wenn das hier Dad wäre und das hier Mom? Also wenn man das wechseln würde, das würde ich gleich gerne auch mal nachgucken. So, Earth-Drache 13,3, 5,8. Schön, okay, da haben wir jetzt die Prozente. Genau das wäre nämlich das gewesen, was ich noch entscheidend finde. Nils hat auch noch dazu geschrieben, wenn man die Namen nicht auf Englisch kennt, kann man das Spiel auf Englisch machen, dann weiß man die. Das ist korrekt. Ich spiele es halt gerne auf Deutsch, weil ich die Dialoge in dem Brett halt auch gerne auf Deutsch lesen möchte. Aber natürlich könnte man das auch umstellen. Mir ist das ja gut. Ich kann viele Namen ableiten ins Englische. Viele Namen hier wie der Cyborg Dragon, die bleiben halt auch Cyborg auf Deutsch, Cyborg auf Englisch. Ist jetzt auch egal. Plasmadrache ist gleich. Honigdrache von Honey abgeleitet. Wo ist der Orange Drache? Da. Orange Dragon. Und dann nehmen wir hier mal den. Warte mal, kann ich das auch eintippen? Ups. Ja, Minotaur-Drache. Okay, das scheint gleich zu bleiben. Hätte ja sein können, dass je nachdem, auf welche Seite man das packt, ganz tricky ist und auch nochmal Unterschiede macht, ob das hier jetzt der weibliche Drache und der männlich ist oder umgekehrt. Also wer die Seite mal besuchen möchte, dml-club.com und ja, da hat man dann den Calculator Breed und darüber kann man dann alle Infos sich ziehen. Ist zumindest eine recht schöne Seite. Im Grunde erfüllen alle drei Seiten denselben Zweck, und zwar allen Informationen zu geben. Ich würde fast behaupten, außer der Optik nehmen die sich alle jetzt nicht so viel. Die eine ist nur komplizierter und die andere ist eher so ein bisschen einfach aufgebaut. Jetzt bin ich glatt aus dem Spiel geflogen, na aber hallo. Das war's, glaube ich, auch schon mit den Kommentaren. Die restlichen hatte ich jetzt beantwortet. Da werde ich jetzt soweit nichts mehr zu sagen. Das Gold, das loote ich gleich weiter. Die Bären, die lasse ich mir so stehen. Ich mache mir nur noch mal
eben die hier. So, ein bisschen sparen möchte ich ja auch noch. Und dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir machen jetzt heute noch den Spieler der Folge, damit die nicht zu lang wird. Ja, wollen wir mal gucken, wer heute dran ist. Spieler der Folge ist Motte,5491. Ist Stufe Level 81 und hat, hat eine sehr interessante Art und Weise, seine Plantage hier aufzubauen mit seinen Habitaten. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass das Portal und die Akademie steht ja auch bei mir hier, aber dass das Portal und so weiter hier alles so ein bisschen, ja, Mischmasch steht. Aber gut, Hauptsache es findet alles den Platz, den es braucht. Und da sehe ich auch schon wieder einen interessanten Drachen, und zwar diesen hier. Ist das nicht von Karneval? Ich glaube, das ist von Karneval, oder? Den finde ich natürlich auch toll. Den scheint auch gerade auszubauen. Der darf irgendeine tolle Fähigkeit lernen. Da muss ich ja immer an Naruto denken. Ich sag's ja immer wieder. Da haben wir den Pilzdrachen. Ein ganz interessantes Exemplar. Und der Zunderdrache ist auch gleich dahinterher. So. Wollen wir erstmal hier schauen. Beim Sumpf. Da ist er gerade schon so ein bisschen am Aufräumen. Natürlich bleibt da immer wieder eine Lücke, mit der man eigentlich nichts anfangen kann, außer Deko hinzustellen. Das ist leider so. Da kann man nichts machen. Hier könnte er theoretisch, ja, einfach nur dekorieren, ein paar Wege vielleicht hinbauen, aber ja, ich glaube, das könnte da nicht mehr reinpassen. Bin mir aber nicht 100% sicher. Auf jeden Fall, diese Abstände sind ja auch immer gewollt, dass man dekorieren kann. Theoretisch könnte er alle so einen Tick nach vorne schieben und dann hier einen Weg und da einen Weg. Wir hatten ja schon mal über Deko gesprochen und... Oh, ich sehe schon ganz geile Drachen. Oh, okay, wir machen hier weiter. Ich sehe schon gleich einen mega geilen Drachen hier, dieser mit der amerikanischen Flagge dran. So ein typischer Griffin, so ein Greif. Ja, ich weiß gar nicht, Schwarzkopfadler oder was ist das Wahrzeichen von den Amerikanern? Soll zumindest so ein bisschen das symbolisieren. Der sieht halt mega heiß aus mit einer Sonnenbrille auf. Finde ich schon mal ziemlich nice. Davon würde ich gerne ein Foto machen. Lass dich mal fotografieren für das Thumbnail. Mega cooler Typ, ey. ein Drache mit einem Schnauzer. Der ist auch toll. Warte mal, ich möchte dich mit drauf haben. Dann wird schon ein bisschen angesammelt. Kronos ist noch am Sammeln. Der ist noch nicht komplett fertig. Was haben wir hier? Der Genie. Da ist der von Weihnachten. Der ist auch toll. Der Zinndrache, oder ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Aber den kann man, glaube ich, auch durch die Booster Packs bekommen. Da ist wieder Jennifer Lopez als Drache. Hübsch, hübsch, hübsch. So, was haben wir denn hier? Jede Menge was ist das? Ein Buntstiftdrache? Der sieht cool aus. Den habe ich ja vorher bei keinem anderen bislang gesehen. Wir haben ein paar gängige. Der Rentierdrache. Natürlich schön. Und wer ist das für ein Teil? Hammer. Mega gut. So, ich scroll mal ein bisschen raus, damit ich eine bessere Übersicht kriege. Da geht es nämlich weiter. Die Schildkröteninsel. Da ist wieder dieser Astronautendrache am Wandeln. Und dann haben wir auch diesen coolen Zauberer. Ich finde das so hammer, wie er da so schwerelos herumläuft. Der sieht geil aus. Der hier. Und der hier. Was ist das? Der hier. Hammer. Das sind bestimmt irgendwelche Eventdrachen, die man nicht immer zu züchten bekommt. Haben wir noch diese Insel hier vorne. Da ist er gerade am Anfang. Ich glaube, der hat gerade hier alles klein gemacht. Die Modde. Und ist jetzt gerade hier dabei, sich auszubreiten. Und hat seine schönen, raren Dekoartikel erstmal angesammelt in dieser Ecke. Das Drachenei finde ich auch total toll. Okay, Spielplatz ist Spielplatz. Bleibt auch weiterhin Spielplatz. Und ich glaube, damit haben wir uns zumindest alle Ecken mal angeguckt. Die hier wurde noch nicht aufgekauft. Und hier vorne, ja, hatte ich ja geguckt, den amerikanischen Drachen. Ja, das ist Motte Koma. Motte Koma hat insgesamt 137 Drachen von bekannten 152. Jetzt bin ich mal tatsächlich neugierig. Wo ist denn das? Da ist er. Der ist zeitlich begrenzt, das heißt, ich finde wahrscheinlich jetzt auch nicht den Namen raus. Schade. Schade. Der sieht auch cool aus. Da ist er. Auch zeitlich begrenzt für ein Event. Wisst ihr noch, wo es den gab? Für was für ein Event? Es war nicht zufällig zur Amerika-Wahl, oder? Das wäre ja lustig gewesen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ich scroll mal ein bisschen schneller. Was bist du?
Ein Eulendrache. Was bist du denn? Vampirdrache. Der Vampirdrache ist sehr talentiert an der Orgel. Wenn ich ihn nur dazu bringen könnte, nicht seine Giftzähne zu fletschen und zu fauchen, dann könnte er Gäste zu einer Dinnerparty einladen. Die Sprüche finde ich immer so mega nice. Ich weiß gar nicht, habt ihr irgendwie Lieblingsspruch für Drachen, wo ihr sagt, das klingt total lustig, also der ist wirklich gut gewählt. Ich muss sagen, da geben sich immer enorm Mühe. Den hier wollte ich wissen. Dämonendrache. Schließe niemals einen Handel mit dem Dämonendrachen ab. Ich hielt einmal seinen Teil der Abmachung nicht ein und stellte bald darauf fest, dass alle meine Schuhsohlen verschwunden waren. Warum Schuhe? Das check ich nicht. Der Obsidian-Drache. Ich entdeckte den Obsidian-Drachen zuerst, als er in der Höhle eines aktiven Vulkans nistete. Bald darauf entdeckte ich ihn in seinem Schornstein nistend, wie er eine Pfote des Schornsteins hinunterstreckte, um mehr Holz ins Feuer zu werfen. Oh, süß. Der ist cool. Ja, da sind einige bei, die ich gerne hätte. Eine Bronze-Drache, nicht Zinn-Drache. Ja, irgendwas Bronze, Zinn ist ja alles das Gleiche, ne? Okay, mit diesen Worten verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es gab mal wieder eine etwas längere Folge dafür. Und ja, wenn ihr eine Frage habt, ab in die Kommentare. Wenn ihr Tipps habt zu dem Spiel, ab in die Kommentare. Wenn ihr einfach nur Hallo sagen wollt, ab in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.